herzlich willkommen zum 6. Spieltag meiner Orakelliga. Und ihr seht schon, heute gibt es 6 Stickerpäckchen statt 4. Hat einfach den einfachen Hintergrund, dass die neue Sticker-Serie schon rausgekommen ist und ich von den alten Stickern wirklich noch sehr viele da habe. Genauso, da habe ich wirklich dann ganzes Display und dann nochmal einen Stapel. Also da ist wirklich noch viel da von den alten Stickern. Die müssen jetzt schon langsam angeboxt werden. Deshalb 6 Päckchen. Und folgende Partien haben wir hier am 6. Spieltag. Da haben wir Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt, RB Leipzig gegen Schalke 04, Hoffenheim gegen Gladbach, Mainz gegen Wolfsburg, Augsburg gegen Leverkusen, dann Paderborn gegen Bayern, Dortmund gegen Bremen, Düsseldorf gegen Freiburg und Köln gegen Hertha BSC Berlin. Und ich würde sagen, wir starten mit der ersten Halbzeit, in der es dieses Mal 3 Päckchen gibt. Wir starten mit einem Hoffenheimer rein in den 6. Orakelliga-Spieltag, nämlich Steven Zuber. Spielt er mittlerweile nicht mehr bei Hoffenheim. Damals aber noch für Hoffenheim gespielt, 1:0 für die TSG gegen Gladbach. Und ich sehe schon was glitzern, das ist ein Logo. Aber zuvor haben wir Leon Bailey und der bringt Bayer Leverkusen im Spiel gegen den FC Augsburg in Führung. Und dann der älteste Bundesligaspieler aktuell, Claudio Pizarro. Trifft auch mit 41 Jahren noch 1:0 für Bremen, ausgerechnet in Dortmund im Abendspiel. Und hier ist das Logo vom SC Freiburg, das heißt Doppelschlag für Freiburg, 2:0 Führung in Düsseldorf. Und dann haben wir noch die Logos der ersten Bundesliga und der zweiten Bundesliga. Ich glaube, den Sticker habe ich noch gar nicht in dieser Serie, kann das sein? Ich weiß es gar nicht, ist auf jeden Fall egal. Weiter geht's gleich mit dem zweiten Pack. Weiter geht es mit James Rodriguez, der nicht mehr bei Bayern spielt, aber ist ein Bayern-Sticker, deshalb führt der FC Bayern München auswärts in Paderborn mit 1:0. Dann Holger Badstuber, auch ehemaliger Bayern-Spieler, zählt aber nicht für Bayern, sondern für Stuttgart, aber Stuttgart ist nicht dabei in der Orakelliga diese Saison. Die Stuttgart-Sticker zählen für Köln, hat mehr ausgemacht vor der Saison. Somit Köln 1:0 vorne gegen Hertha BSC Berlin und das nächste Logo, Augsburg-Logo. Und somit dreht der FC Augsburg tatsächlich das Spiel gegen Leverkusen 2:1 für den FCA. Genau, dann nächster Spieler, der jetzt nicht mehr in der Bundesliga spielt, sondern in der zweiten Liga, Hannover 96 mit Wallacy. Und Hannover Sticker zählen für Union Berlin. Und somit ist Union Berlin mit 1:0 in Führung gegangen gegen die Eintracht aus Frankfurt. Und dann verkürzt Fortuna Düsseldorf noch, Takashi Osami. Verkürzt zum 1:2 gegen den SC Freiburg. Ich würde sagen, schon ziemlich viele Tore gefallen, aber wir haben ja noch ein Päckchen in der ersten Halbzeit. Und dieses Pack bringt der nächsten Hoffenheimer, nämlich Nadim Amiri. Spielt er jetzt schon bei Leverkusen, aber damals ja noch bei Hoffenheim. Somit zählt das Sticker zum 2:0 für Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach. Dann das 1:0 für RB Leipzig. Nordi Mukili, der Innenverteidiger, macht nach einer Ecke den Kopfball ein und somit führt Leipzig gegen Schalke 1:0. Ja, der FC Augsburg erhöht durch Martin Hinteregger, spielt ja bei Eintracht Frankfurt, aber ja, ist ein Augsburger Sticker, deshalb 3:1 für Augsburg gegen Leverkusen. Dann fällt auch endlich das erste Tor in dem Spiel, wo noch nichts passiert ist, nämlich im Spiel Mainz gegen Wolfsburg, die Wolfsburger Auswärtsführung, kurz vor der Halbzeitpause, Ignacio Camacho macht das Tor für Wolfsburg und dann haben wir noch den offiziellen Bundesliga-Ball der Saison 2018-2019. Und ja, jetzt können wir reingehen in die Halbzeitergebnisse. Und Union Berlin führt mit 1:0 gegen Frankfurt. Leipzig führt 1:0 zu Hause gegen Schalke. Hoffenheim sogar schon 2:0 vorne gegen Gladbach. Dann Wolfsburg 1:0 Führung gegen Mainz. Augsburg 3:1 gegen Leverkusen schon. Die Bayern 1:0 in Paderborn vorne. Bremen führt durch Pizarro mit 1:0 in Dortmund. Ja, Freiburg führt 2:1 gegen Düsseldorf und bleibt weiterhin Erster, wenn es bei diesem Spielstand bleibt. Und Stuttgart ist 1:0 vorne, nee, nicht Stuttgart, sondern Köln ist 1:0 vorne gegen Hertha durch Holger Badstuber. Und jetzt machen wir weiter mit Halbzeit Nummer 2. Wir starten die zweite Halbzeit wieder mit einem Hoffenheimer, aber das ist nicht das 3:0 für Hoffenheim, weil das ist der Keeper Oliver Baumann. Somit bleibt es erstmal beim 2:0. Dann Mirat Gasinovic macht den Ausgleich für Frankfurt gegen Union Berlin. Oh, die Spiele sind jetzt ziemlich eng beisammen. Genau, also 1:1 jetzt zwischen Union und Frankfurt. Und hier ist das Gladbach-Logo, das ist bitter. Gerade hatten wir noch einen Hoffenheimer-Sticker vom Torwart. Und jetzt macht Gladbach mit einem Doppelschlag das 2:2 auf einmal. Also alles wieder offen.
Ja, Union Berlin schlägt zurück. Iver Fossum 2:1. Der Ausgleich hatte nicht lange bestanden. Jetzt führt Union Berlin wieder. Aber jetzt der Ausgleich. Marcin Kaminski für Düsseldorf zum 2:2 gegen Freiburg. Also viele Spiele sind noch ziemlich eng. Eigentlich sind alle Spiele noch ziemlich eng, außer Augsburg-Leverkusen. Und das ist jetzt aus Dortmunder Sicht bitter, weil wir Roman Bürki haben und auch er ist ein Torwart. Ist nicht der Dortmund-Ausgleich. Und jetzt wieder, ja, ein Vereinslogo vom VfB Stuttgart, das heißt Köln erhöht auf 3:0 gegen Hertha. Also ich weiß nicht, was mit Hertha diese Saison los ist. Bei den Zwischenständen wären sie jetzt wieder Letzter. Letzte Saison haben sie ja die Oberliga gewonnen, die Hertha, ne? Dieses Jahr sieht es nicht so gut aus. Auch nicht so gut aussehen tut es für Borussia Dortmund jetzt. Das 2:0 von Augustin Zung hat ja wieder Pech gehabt und jetzt, ja, der Nackenschlag. 2:0 für Bremen, ist das schon die Vorentscheidung, ist die Frage. Naja, Wolfsburg kassiert jetzt erstmal das Gegentor, nämlich den Ausgleich durch Alexandru Maxim. Mainz gleicht aus wieder. Und dann haben wir noch Timo Horn vom 1. FC Köln, aber auch er ist ein Torwart und er ist in der zweiten Liga. Damals noch unterwegs gewesen, jetzt wieder in der ersten Liga. Also, wir haben noch ziemlich viele interessante Begegnungen. Wir haben noch ein Stickerpäckchen. Also, manche Spieler können sich jetzt nochmal komplett drehen. Ja, die Schlussphase starten wir endlich jetzt mit dem Tor für Borussia Dortmund, Marcel Schmelzer. Ja, zum Anschlusstreffer. Die Dortmunder somit nur noch 1:2 hinten und ja, das 4:0 für Köln. Wahnsinn, was hier los ist. Ja, Andreas Beck macht das Tor. Also für Hertha sieht es echt nicht gut aus aktuell. Und das ist Wahnsinn. Gladbach, 2:0 hinten. Dann kommt der Keeper von Hoffenheim, Baumann, und dann. Ja, Gladbach Doppelschlag und jetzt führt Gladbach durch Jonas Hofmann kurz vor Schluss mit 3:2. Also Gladbach geht 0:2 Rückstand in der Führung. Und auch Mainz tritt das Spiel. Danny Latzer. Nach 0:1 Rückstand kommt Mainz jetzt in der zweiten Hälfte zurück und führt mit 2:1 gegen Wolfsburg. Letzter Sticker. Es ist nochmal der Ball. Wir haben schon wieder den Ball gezogen. Den hatten wir gerade eben auch schon. Heißt somit kein Tor für ein Team und somit stehen die Ergebnisse fest? Ich würde sagen, die schauen wir uns in der Ergebnisübersicht mal gemeinsam an. Und hier sind auch gleich nochmal die Ergebnisse von diesem sechsten Spieltag. Viele Tore gefallen. Und ich werde es in Zukunft eigentlich öfter so machen, dass ich jetzt dann sechs Stickerpäckchen immer hernehme für einen Orakliga-Spieltag. Und das Ganze können wir nächste Woche auch schon oder beim nächsten Mal schon mit den neuen Stickern auch machen, sodass ich zum Beispiel zwei Packs von den neuen nehme und vier von den alten. So werde ich es, denke ich, machen. Genau, Union Berlin gewinnt 2:1 gegen Eintracht Frankfurt. Leipzig schlägt Schalke mit 1:0. Ja, spektakulärstes Spiel war für mich Gladbach gegen Hoffenheim. Hoffenheim 2:0 Führung zur Pause. Am Ende gewinnt Gladbach 3:2 durch einen Doppelschlag und dann ein spätes Tor, einen späten Lucky Punch. Mainz tritt die Partie gegen Wolfsburg 2:1. Zur Pause waren die Mainz hinten, dann haben sie noch gewonnen. Augsburg gewinnt 3:1 gegen Leverkusen, aber das war vor der Pause schon klar. Die Bayern tun sich ein bisschen schwer gegen Paderborn, die ordentlich verteidigt haben, denke ich, aber Bayern gewinnt 1:0 am Ende, weil Paderborn in der Offensive zu harmlos war. Ja, Dortmund verliert 1:2 gegen Werder Bremen, lag anscheinend auch so ein bisschen an Claudio Pizarro, der in der ersten Hälfte getroffen hat und somit auch in der Oberliga der älteste Torschütze ist, offiziell. Dann Düsseldorf gegen Freiburg 2:2. Düsseldorf erkämpft sich den Punkt nach 2:0 Rückstand. Somit Düsseldorf hat sich auch den Punkt, denke ich, verdient. Und ja, Hertha BSC Berlin wird mit 4:0 abgefertigt vom 1. FC Köln. Das also die Ergebnisse. Und wenn ich so ein bisschen schaue, ist oben tatsächlich es ganz spannend, weil die Teams, die oben waren, alle nicht gewonnen haben. Freiburg nur unentschieden, Schalke verloren. Bremen, was, ja, Bremen hat gewonnen. Bremen könnte tatsächlich Tabellenführer werden. Aber das sind mir alles klar. Ich hoffe, Hoffenheim hat auch verloren. Leverkusen hat auch nicht gewonnen. Genauso wenig wie Dortmund und Paderborn. Also das waren die Teams, wo oben gestanden sind. Also die Tabelle könnte ganz interessant aussehen. Und wie sie aussieht, seht ihr jetzt. Und zum Ende gibt es also noch die Tabelle nach dem sechsten Spieltag der Oberliga. Steht Werder Bremen tatsächlich auf dem ersten Platz mit 12 Punkten. Dahinter Freiburg mit 11 Punkten. Freiburg in Real Life ja auch ganz gut eingestartet in dieser Saison. So auch hier in der Oberliga. Dann dritter Leipzig mit 10 Punkten. Dann kommen einige Teams mit 9 Punkten. Das ist Mainz 05, Union Berlin, Schalke 04 und die Bayern auf den Plätzen 4 bis 7. Genau, dann im Mittelfeld geht es weiter mit den Mannschaften mit 8 Punkten. Das ist der 1. FC Köln, Augsburg, Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach.
Dann geht es weiter mit Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Fortuna Düsseldorf und Paderborn mit jeweils 7 Punkten. Also ihr seht, zwischen Platz 4 und Platz 15 sind 2 Punkte Unterschied. Also da ist man mal ganz schnell oben, wenn man mal ein Spiel gewinnt, und mal ganz schnell unten, wenn man mal eins verliert. So läuft das. Und dann hier auf den Relegationsplatz Eintracht Frankfurt mit 5 Punkten und auf den Abstiegsplätzen Hertha BSC Berlin mit 5 Punkten und Wolfsburg mit nur 4 Punkten. Aber jede Mannschaft hat bisher immer gewonnen. Das kann man schon sagen. Und nicht immer gewonnen. Schon mindestens einmal gewonnen in dieser Saison. Jede Mannschaft. Und jede Mannschaft hat auch schon mindestens einmal verloren. Unentschieden hat Werder Bremen und Schalke noch nicht gespielt. Ansonsten hatten alle anderen schon mindestens unentschieden. Also es ist noch sehr eng alles beisammen hier in dieser Orakliga in dieser Saison. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann am nächsten Spieltag wieder. Da wird die Tabelle definitiv wieder anders aussehen. Bis dann also und ciao.